Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Runaway. Ja, wir haben den Schlüssel aus der Lokomotive befreit und können damit den gefangenen Arzt hier befreien. So, nehmen wir den Schlüssel und gucken mal, was es hier in im ich Kettchen hoffe, gibt. Dass ihn der Heizkessel der Lokomotive nicht beschädigt hat, aber noch funktioniert. Genial. Sie ist ohne Schwierigkeiten aufgegangen. So, dann schauen wir uns mal die Zelle an. Selbst wenn er ein erbärmlicher Arzt gewesen ist, hat es niemand verdient, auf diese Weise zu sterben. So, betrachte Tasche. Gestank hin oder her. Die Tasche ist erstaunlich gut erhalten. Ich habe nicht vor, sie mitzunehmen. Der Gestank wäre dann überall. Aber ich werde einen Blick hineinwerfen. Könnte etwas Nützliches drin sein. Ich nehme die Flasche Einreibemittel mit. Die Tinktur ist aus Minze gemacht. Ah, jetzt brauchen wir nur noch Tabak. Aus der Lage der Leiche kann man schließen, dass er unmittelbar vor seinem Tod die Tasse hat fallen lassen. Wenn es nicht unbedingt nötig ist, fasse ich lieber gar nichts davon an. Es ist nur das Skelett übrig geblieben. Es wundert mich eigentlich, dass es immer noch so stark stinkt. Es sei denn, eine ganze Würmerkolonie bewohnt seine Klamotten. Auf gar keinen Fall. Schade. Man kann mich nennen, wie man will, aber ich werde meine Hände keinesfalls in die Taschen des Mannes stecken. Da haben wir noch einen Eimer. Ich erkläre euch jetzt nicht, wofür der Eimer benutzt wurde. Dann nehmen wir ihn doch mal mit. Ich habe es schon mal gesagt. Ohne triftigen Grund fasse ich in dieser Zelle gar nichts an. Teller? Das ist nur ein alter Metallteller. Nein. Doch. Nein. Doch. Okay. Da ist noch eine Flasche. Whisky. Bitte nicht weiter drängen. Ich werde es nicht tun. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Das ist die Tasse. Okay, sonst haben wir hier nichts. Okay. Vielleicht ist noch was. Ach, ich vergesse immer, wir müssen ja öfters nachgucken. Gucken wir also, ob es noch was drin gibt. Einverstanden. Ich schaue nochmal hinein. Es ist eine ganze Menge medizinisches Material darin. Aber zurzeit weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Okay. Aber es sind noch ein paar andere Sachen drin. Gut. So, wir brauchen jetzt irgendwie was Tabakmäßiges. Das sieht doch hier so nach Kautabak aus hier, oder? Gibt's auch nichts mehr. Okay, vielleicht hat der ja noch ein bisschen Kautabak da. Mal gucken. Ah, wir könnten den Steinblock hier auf das Katapult stellen. Einverstanden. Versuchen wir es, während Saturn nicht da ist. Wie heißt das noch? Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ich werde die Statue genau auf das Katapult stellen. So ist es gut. Jetzt bewegen wir sie ganz vorsichtig nach unten. Perfekt. Schon habe ich sie auf dem Katapult abgestellt. Und feuerfrei.
Einverstanden. Ich hoffe, dass die Statue auf demselben Punkt landet, auf dem vorher der Farbeimer gelandet ist. Abflug! Auf geht's! Bang. Hoffen wir, dass Saturn die Statue nicht vermisst? Nö. So ein großes Viech, das fällt gar nicht auf, dass es weg ist. Gott, die werden mich aus der Stadt jagen. Genial. Genau, was ich erwartet habe. Die Statue hat ein ganz schönes Loch hinterlassen, durch das man jetzt in den Keller der Bank kommt. Gut, dann gehen wir mal runter. Steigen wir hinab. Die Statue wird mir als Leiter dienen. Und wir haben schon den Tresor gefunden. Schon bin ich im Keller der Bank. Und da ist der Tresor, wie Sushi es vorhergesagt hat. Er wirkt trotz seines Alters solide und widerstandsfähig. Er ist geschlossen. Man braucht die richtige Kombination, um ihn zu öffnen. Okay, gibt's sonst noch irgendwas hier? Gut, dann gehen wir mal raus und fragen Sushi, ob sie eine Ahnung hat, woher wir die Kombination bekommen. Hallo Sushi. Hallo Brian. Wie sieht es aus? Hast du etwas Neues herausfinden können? Ich bin noch dabei. Hör mal, da gibt es etwas, worüber ich mit dir sprechen will. Ich bin ganz Ohr. Tresor. Es geht um den Banktresor. Was ist damit? Bitte sag mir, dass du die Kombination kennst. Bitte sag mir, dass du die Kombination kennst, mit der man ihn öffnet. Ich kann dir leider nicht sagen, dass ich sie kenne. Aber ich kenne mich mit Tresoren aus. In meiner Familie habe ich viele gesehen. Lass mich überlegen. Ein Tresor aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wahrscheinlich ein Winchester. Ich würde sagen, dass die Kombination mit Sicherheit aus drei Zahlen besteht und dass die erste nach rechts verläuft. Das ist doch ein Anfang, nicht? Gut, danke. Ich werde weitersuchen. Ich werde weitersuchen. Vielen Dank für deine Hilfe, Sushi. Bis bald. Bis bald. Und viel Glück. So, und wer gute Einbrecherfilme kennt, weiß, wir brauchen ein Stethoskop, um Tresore zu knacken. Also, ab zum Arzt. Einverstanden. Ich schaue nochmal hinein. Ja, dieses Stethoskop kann mir garantiert nützlich sein. So, die erste Kombination geht nach rechts, wissen wir. Dann die links und dann wieder rechts. Bis es klickt. So einfach ist es dann. Ja, großartige Idee. Im Film funktioniert das immer. Es geht los. Am besten, ich bewege das Rad langsam, Strich für Strich, damit ich keine wichtige Zahl verpasse. Wenn ich jetzt das Rad bewege, muss ich auf jedes Geräusch achten. Also, pssst! So. Jetzt habe ich klar gehört, wie das Räderwerk eingerastet ist. Die erste Zahl der Kombination ist also 85 nach rechts. Um die zweite Zahl zu finden, muss ich das Rad nach links drehen. Darf einfach nur nicht zu schnell klicken.
Ja. Ich habe die zweite Zahl. 29 nach links. Und wieder nach rechts. Und die dritte, 54 nach rechts. Genial. Ich glaube, dass die Tür jetzt entriegelt ist. Mal sehen, was ich hier finde. Schauen wir mal. Hier sind eine Menge alter Dokumente. Aha, der Plan des Bergwerks. Endlich habe ich ihn. Ich sollte mal einen Blick drauf werfen. Genial. Das Hopi-Dorf ist darin eingeschlossen. Mit diesem Plan kann ich den Bergwerksstollen durchqueren und dorthin gelangen. Gut. Irgendwie. Es ist besser, ich schließe den Tresor wieder. Auch wenn ich die Kombination später wieder einstellen muss. Gut. Und das haben wir. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Tabak. Da wir hier alles durchgeguckt haben, könnte es sein, dass der Tabak vielleicht noch hier oder irgendwas, was uns Tabak schneiden lässt oder so, keine Ahnung, in der Kammer finden. Hm. Ja, diese trockenen Tabakblätter könnten wir sehr gut gebrauchen. So, dann machen wir jetzt hier, gucken wir, ob wir es da rein tun. Ich soll die Tabakblätter in die Schale geben? Das werde ich auch tun, aber jetzt noch nicht. Okay. Jawohl. Das gibt einen feinen Minzkautabak. Aber ich brauche etwas, um die Blätter zu zerkleinern und zu pressen. Dann kann ich sie mit der Tinktur vermengen. Okay, mit was pressen wir die? Warum sollte ich das tun? Weil ich die kleiner machen wollte, verdammt. Okay, mit was können wir die zerkleinern? Hm. Können wir das erstmal hier reintun? Lieber nicht. Dort verfliegt die Tinktur. In der Flasche hält sie wesentlich länger. Können wir die tackern? Das bringt nichts. Ah, Mörtel. Hey, Mörder. Ah, ein glänzender Einfall. Der Stempel ist schön groß und stabil. Zusammen mit der Schale ergäbe er einen prima Mörser und Stößel. Ich glaube, das wird gehen. So, jetzt ist da rein? Ja. Mit dem improvisierten Mörser kann ich die Blätter fein genug mahlen, um sie anschließend mit der Tinktur zu vermengen. Dann wollen wir mal. Gut, ich glaube, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Obwohl ich das nicht im Traum probieren möchte. So, sind wir fertig? Ja, nimm Kautabak. Ist die Tinktur auch schon drin? Perfekt. So, und diesen leckeren Kautabak werden wir in der nächsten Folge Oscar geben. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und wahrscheinlich war es das dann schon mit dem Kapitel. Bis dahin, macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt. Ciao.